Neu gestartet? Neu gestartet. Gut. Laut lesen. Laut lesen. Bitte nochmal, bitte. Botschaft 8893. Sie hat eine Menge geschrieben. Ein Gottes Beitrag. Jesus Christus muss anerkannt werden vom Menschen. Ihr seid in meinem Liebe-Lichtkreis eingetreten, so wie ich euch ansprechen kann. Denn dann öffnet ihr mir euer Herz und seid bereit, meine Liebe Kraft zu empfangen. Einstens, als der Platz Einstein gelegen, verschlosset ihr euch diesen Liebe-Lichtstrahl und euer Wesen war nur abwertet, was euch dahin maßlos beglückte. Liebe-Lichtstrahl, da stehen manchmal Wörter ja, drin, die man so auch gar nicht wirklich kennt. LLS würde ich da schreiben, ne? Abkürzen, ne? Ja, aber da weiß ja keiner, worum es geht. Und euer Wesen war nur abwehr dessen, was euch bis dahin maßlos geglückt wurde. Ihr verlore dadurch jegliche Erkenntnis, die euch nun wieder zugelangt wird. Ihr wurdet kraftlos und könnt nun wieder Kraft in Fülle entgegennehmen. Waren alle Zeichen des Rückschritts in euch vorhanden, nun aber wird euch der Weg zur Ruhe öffnen. Wird alles negativ, was ihr anstrebt, nun aber könnt ihr nur positiv wirken auf alles nach noch unvollkommene Geist, das als Mensch gleich euch über die Erde geht. Ihr waret endlos weit entfernt von mir. Nun aber kommt ihr mir immer näher. Es ist die weite Flucht über uns und die Fremde, denn euer Wille ist wieder mir zu gelangen. Weiter mit. Was? Weiter mit. Na gut. Der Herbert hat dann. Das Kind hat so einen ganz ja. Nee, das ist nicht der Herbert. Ne? Aber gut, weiter, ne? Wo war ich stehen geblieben? Mir zugewandt. Er ist wahr im Anbeginn. Er steht nah zu euren Ziel. Er völlig ist vor Vereinigung mit mir. Aber eins ist dazu nötig, dass ihr mich selbst wieder anerkennt. Dass ihr in mir den göttlichen Erlöser seht, der für euer einziges gelitten hat und gestorben ist, in Sühne zu leisten für dieses Vergehen. Es wäre euch nicht möglich, diese Verbindung mit mir herzustellen, wenn ihr noch unter der Last der Ursünde ständet. Denn dann hätte euch mein Gegner noch in seiner Gewalt oder jegliche Bindung mit mir verhindern dürfen, wenn ihr euch nicht an Jesus Christus der ihm Widerstand leistete und ihn überwunden, wenn nicht ich selbst euch helfen würde, der ich in Jesus Mensch geworden bin. Der ich in Jesus Mensch geworden bin. Gott. Das diktiert Gott. Gott ja. Diktiert es mir, wer es so. Und Gott ist in Jesus Mensch geworden. Das ist manchmal sehr schwer zu verstehen. Ja. Ja. Manchmal lese ich so einen Text und nach, erst nach 20 Mal lesen habe ich verstanden, worum es geht. Weil die sind auch zugänglich. Aber so das eine Beispiel mit dieser, also habe ich mir das, wenn ich das Seele höre, das verdichtete Seele und so weiter, reine, klare, reine, war ja auch die vorherigen Weg, da denke ich immer an Wasser, an reines Wasser, das kann man nämlich immer so durch den Boden setzen. Gemein. Ein bisschen am Wasser ist auch. Und unsere Seele und unser Geist und unser Verstand wird ja oft zugemüllt mit vielen Texten, Fernsehen, Radio, Neue Welt, Schöne Welt und Gute Welt und Urdamoden und so weiter. Ja, theoretisch muss man die ganze Zeit uns ausdrucken, gell? Alles, was man wieder so eingetrichtert bekommen hat, muss man dann wieder aus sich rausbefördern und wieder zu reinigen. Ja. Ja. Das ist sehr schwierig, ne? Das macht viel Arbeit, ne? Du wirst permanent mit Recht geschnitten
Und ich bin auch immer am Putzen. Ne? Muss man aufpassen, so ist es. Ne? Eure Aufwärtsentwicklung als Mensch kann nur stattfinden, wenn die Schuld zuvor vergeben ist. Ansonsten ist euch nicht möglich wäre, dass ihr mich wieder höret, wie ihn anbeginnt, dass ihr von mir eingeführt werdet in die reine Wahrheit, dass ihr an Kenntnis zunehmet und also sichtlich mit mir in Verbindung steht. Und darum ist es das Wichtigste im Erdenleben, dass der Mensch aufschließen wird, weshalb er Jesus Christus anerkennen kann, weil danach erst die Aufwärtsentwicklung beginnen kann. Ansonsten er genauso wieder das Erdenleben verlässt, wie er reingekommen ist, wie er es beigetreten hat. Ah ja. Die Sünde der Auflehnung wider mich ist geschehen und kann nicht eher geschehen werden, bis er anerkannt wird, der die Sünde wirklich bezahlt hat. Also kann ich nicht zuvor einem Menschen Aufschluss geben und ihn wahrheitsgemäß belehren, ehe er nicht den Weg zum Kreuz genommen hat, wo er nicht dem seine Sünden schon übergeben hat, der sie für ihn getilgt hat. Denn dann aber ist es auch nicht schwer, aufwärts zu steigen, denn er kann wieder in den Liebekreis eintreten und sich also zur Höhe entwickeln. Es wird ihm leicht fallen, denn die Kraft wird ihm wahrlich nicht mangeln, weil mein Wort Kraft ist, die er nun empfängt. Das ist alles, sagt die Bertha Dutte. Nein, das sagt Gott, sie ist nur der Schreibknecht. Sie ist praktisch der Schreibknecht, also praktisch der Erfüllungsdienst. Doch es ist nicht möglich, ohne Jesus Christus den gleichen Weg zu gehen, der zur Höhe führt. Von ihm belastet die Urschuld und jeder Aufschluss der Höhe wird von einem Gegner verhindert werden, der dann noch immer die Macht hat über ihn, der die auch wahrlich sitzt. Darum ist auch in der Endzeit weniger geistiger Erfolg zu verzeichnen, denn der Glaube an Jesus Christus ist so selten noch zu finden, und wenn auch nur ein Mensch sich zu ihm bekennt, dann ist dies nur mehr Form, um nicht zu widersprechen. Aber im Ernstfall, also Geräusche, ne? Aber im Ernstfall wird er kein öffentliches Bekenntnis ablegen und ihn leicht dahin gehen. Und doch muss man streiten meiner Wortverkündung jedem Menschen Aufschluss gegeben werden, der dafür aufgeschlossen ist. Der wenigstens das Wissen und ihn mit hinübernimmt in das jenseitige Reich, weil es auch dann noch zur Erlösung der Finsternis führen kann. So wie also ein Mensch bewusst mit mir die Liebe und die Bindung herstellt, kann ich ihn auch unterweisen und ihn über alles kennen. Dann aber soll er nicht müde werden, auch seinem Menschen das Gleiche zu geben. Sein Mitmenschen, ja, richtig, richtig korrigiert. Ja, das wäre zu leben, gell? Du liest mit, ne? Gleich zu übermitteln. Dass nun zwar auch nur diejenigen annehmen werden, die nicht unwillig sind, sich erlösen zu lassen, die den Gang zum Kreuz antreten, und denen ich dann auch weiterhelfen kann. Bis sie auf die Bindung mit mir eingegangen sind und immer mehr ihrer Verwendung kommen. Denn der Glaube an das Erlösungswerk Jesu Christi ist es, der erst das Tor öffnet zum Lichtreich, weil er den Kampf aufgenommen hat, mit dem ihr euch alle in seiner Gewalt hat und behalten wird, dem aber Jesus Christus die Seelen abgekauft hat. Und also nur noch der eigene Wille dazu gehört, sich auch loskaufen zu lassen. Suchet allen die Begründung und Bedeutung des Erlösungswerkes klarzumachen, die ihr von mir selbst Kenntnis genommen habt. Denn an dieser Frage darf kein Mensch vorübergehen, dessen Erdenleben von Erfolg sein wird, dass er eingehen kann in das Reich des Lichtes und der Seligkeit. Amen. Selig werden. Ja, das ist jetzt genug erstmal, ne? Der Mutterleib ist einer der gefährlichsten Orte der Welt, denn leider ist Abtreibung alltäglich. Getötet werden hilflose Babys, die noch keine Stimme haben. Doch was sagt Gott dazu?
schon wieder mein Feuerzeug vergessen.